Die Order 66 zeigen uns die wahre Zerstörung des Jedi-Ordens. Jeder einzelne Jedi musste vernichtet werden und wirklich gründlich, um ein erneutes Aufkommen zu verhindern. Ein einziger, ausgebildeter Jedi hätte genügt, um neue Jünglinge auszubilden, um einen neuen Orden zu gründen. Dies war zur Zeit des Imperiums mitunter das größte Risiko Palpatines und Vaders. Die Zeit des Imperiums und vor allem die ersten Tage und Monate nach der Order 66 waren besonders wichtig. Diese Zeit wird vor allem auch genutzt, um sich ein neues imperiales Heer aufzubauen. The Bad Batch demonstriert die Abschaffung der Klonarmee nur zu gut. Und die Rekrutierung von imperialen TK-Trupplern war von nun an unabdingbar für das Imperium. Weniger effizient, dafür aber mehr an der Anzahl und vor allem günstig sind die neuen Soldaten. Das oberste Ziel war es auch, noch nach der Order 66 die Jedi zu vernichten und sie wurden damit zur meistgehassten Organisation der Galaxis. Sie wurden wirklich als böse Menschen bzw. andere Lebensformen dargestellt. Unmenschlich. Zusätzlich verhalf Propaganda als wichtiges Werkzeug dazu, diesen Ruf zu festigen. Den Soldaten wurde eingetrichtert, dass es das Beste überhaupt sei, für Palpatine zu kämpfen. Ein Feindbild gab es immerhin schon einmal. Vor allem der Gedanke, viele Anwärter für die Sturmtruppen einer zu sein, der noch einen Jedi niederstrecken kann, hat viele Begeisterte angezogen und der imperialen Armee so zu Erfolg verholfen. Einer der am meisten gesuchten Jedi ist wohl oder übel Obi-Wan Kenobi. Als eines der höchsten Ratsmitglieder wurde sein Leichnam nie gefunden und damit auch nie richtig für tot erklärt. Klar, in Episode 3 trifft ihn ein Schuss und auch die Klone gehen von seinem Ableben aus. Allerdings nicht das Imperium und vor allem nicht Palpatine, der genauestens weiß, dass Jedi wahre Überlebenskünstler sind. Neben Kenobi war es auch Meister Yoda, der an erster Stelle auf der Fahndungsliste stand. Sie zählten damit zu den meistgesuchten Individuen innerhalb der Galaxis. Und vermutlich Vader selbst war sich bis zuletzt nicht zu 100% sicher, ob sein ehemaliger Meister wirklich tot war. Es wurde für diejenigen, die noch einen Jedi fanden und diesen an das Imperium verrieten, hohe Kopfgeldsummen ausgeschrieben. Das Ansehen und die Preise waren also hoch. So auch bei Kenobi, auf den es seit Uta Pau keine wirklichen Hinweise mehr gab. Pflegte die Propaganda anfänglich noch die Jedi ein und nutzte sie als primäres Feindbild. So wechselte dieser Trend mit voranschreitender Zeit nach und nach zu der Rebellion, die sich allmählich als immer größer werdende Bedrohung etablierte. Obi-Wan geriet über die Zeit also in Vergessenheit. Wie auch sein Meister, Yoda, der in Sicherheit auf Dagobah wachte und dort Luke erwartete. Die Angst bzw. Befürchtung des Imperiums scheint sich als realistisch herausgestellt zu haben. Denn letzten Endes passierte genau das. Ein einziger Jedi genügte, um ein galaxisweites System zu stürzen. Kenobi verschwand allerdings immer weiter aus der imperialen Propaganda. Die Erinnerungen an ihn verblassten und die Bedrohung, so war sie konstant, nahm in den Köpfen der Leute immer weiter ab. Es bestand schlichtweg kein öffentliches Interesse mehr an den Jedi. Und so konnte er die Zeit nutzen, in der Ferne über Luke Skywalker zu wachen und die neue Hoffnung zu entfesseln. Mit der kommenden Kenobi-Serie werden wir hoffentlich genau über diese spannende Zeit aufgeklärt. Freut ihr euch schon darauf? Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und freuen uns darauf, Ewan McGregor in der Rolle des Obi-Wan wiederzusehen. Wenn ihr eine Wahl hättet, wen würdet ihr als Jedi-Meister wählen? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Für uns beide ist es ganz klar Kenobi. Und um künftig keine weiteren Videos mehr zu verpassen, lasst uns gerne ein Abo da. #212. Gemeinsam sind wir stark.